Gestern Abend hat Apple die fünfte Beta von iOS 17 für Entwickler veröffentlicht und im heutigen Video schauen wir uns einmal alle wichtigen Neuerungen und Änderungen in dieser Beta etwas genauer an. Sollten dich übrigens Videos wie dieses zu neuen iOS und iOS Beta Versionen interessieren, dann lass jetzt gerne ein Abo da, dann verpasst du in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos mehr und wir schauen uns jetzt direkt nach dem Intro einmal iOS 17 Beta 5 etwas genauer an und dabei wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Beginnen wir das Video mit einer neuen Animation und einem neuen Sound für AirDrop bzw. NameDrop. Und zwar können wir das hier ganz gut oben sehen, wenn ich jetzt einmal dieses Video starte, dass eben oben hier diese Animation abläuft und wir daraufhin hier entsprechend auch eben dieses Foto, was geteilt wurde, ganz gut erkennen können. Und ich werde das jetzt noch einmal etwas näher am Mikrofon abspielen, damit ihr noch einmal den Sound hören könnt. Ich finde auf jeden Fall, dass die Animation und auch der neue Sound sehr gut gelungen ist. Sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus, wenn man Daten überträgt. Machen wir als nächstes weiter mit dem seelischen Wohlbefinden bzw. dem Gemütszustand. Dazu gehen wir einmal in die Apple Health App und wählen hier einmal den Gemütszustand aus und protokollieren einen neuen, denn Apple hat hier einmal ein bisschen das Layout verändert. Zuvor war hier eine größere Blume und nun gibt es eben mehrere kleine, die wir auch später beim Ausfüllen des Gemütszustands sehen können. Wenn wir hier einmal auf Weitergehen, als Beispiel sehen wir auch, dass hier so ein paar kleine Änderungen vorgenommen wurden. Die Schriftart ist ein bisschen dünner geworden. Insgesamt hat Apple hier so ein paar kleine Optimierungen vorgenommen. Auch wenn wir hier einmal auf Weitergehen, gibt es hier jetzt unter Mehr Anzeigen noch weitere Optionen. Also hier hat Apple wirklich sehr, sehr viel ergänzt und insgesamt hat man hier auf jeden Fall die Möglichkeit, das sehr detailliert auszufüllen. Und im Grunde genommen hat Apple hier nochmal so ein paar kleine Änderungen vorgenommen, wie in den anderen Beta-Versionen beim Gemütszustand ebenfalls schon. Als nächstes gehen wir einmal in den App Store und dort unter unseren Account. Wenn wir hier die Apps aktualisieren wollen, dann ist hier die Schrift nicht mehr in Großbuchstaben, sondern jetzt hier eben aktualisieren in Kleinbuchstaben bzw. mit einem großen A und der Rest dann eben klein. Und das zieht sich hier auch durch den kompletten App Store, also nicht nur für das Aktualisieren, sondern hier zum Beispiel auch für Öffnen und Laden. Das war zuvor alles in Großbuchstaben und wurde nun von Apple angepasst. Für die nächste Änderung gehen wir einmal in die Einstellungen und scrollen hier etwas weiter nach unten zu Kamera. Und hier gibt es ebenfalls eine kleine Änderung. Und zwar hat Apple hier die Anordnung verändert, nämlich Videoaufnahmen, Slow-Mo aufnehmen und Kino-Video aufnehmen wurde nun nach oben geschoben. Zuvor waren die Formate und Einstellungen beibehalten oben und Apple hat das Ganze jetzt eben einmal ein bisschen neu angeordnet. Wenn ihr in iOS 17 Beta 5 das erste Mal die Musik-App öffnet, dann wird euch hier ein neuer Splash-Screen angezeigt. Einmal so ein paar Informationen rund um Apple Music. Und wenn wir jetzt uns in Apple Music bewegen, finden wir eine neue Rubrik, nämlich Sender für dich mit diesen schönen neuen Bildern. Einmal hier eben meine Sender oder auch Musik entdecken, was hier eben als neue Rubrik angezeigt wird. Eine kleine, aber feine Änderung finden wir im Kontrollzentrum und zwar bei einem Taschenlampen-Icon. Dieses ist nämlich etwas breiter und etwas runder geworden im Vergleich zum Vorgängermodell. Sieht auf jeden Fall jetzt meiner Meinung nach etwas schicker aus. Und zu guter Letzt gibt es einen neuen Splash-Screen. Wenn ihr innerhalb von Safari einmal auf den privaten Modus gehen wollt, dann bekommt ihr hier eben genau dieses Fenster und ihr habt hier die Option, das Ganze mit einem Passwort bzw. mit Face-ID zu sichern oder eben auch nicht. Das heißt, hier habt ihr jetzt eben die Möglichkeit, das ganz einfach zu wählen oder natürlich auch später in den Safari-Einstellungen. Auf jeden Fall könnt ihr hier jetzt über diesen Splash-Screen einmal optional wählen, ob ihr eure privaten Browser-Verläufe mit Face-ID sichern möchtet. Neben einigen neuen Funktionen und Änderungen hat Apple aber auch Fehler behoben, unter anderem in der Bildschirmzeit, denn diese hat immer ewig geladen in den vorigen Beta-Versionen und zum Teil gab es auch komplette Abbrüche oder dass nur ein weißes Bild angezeigt wurde. Das Ganze war sehr, sehr langsam und das hat Apple nun in der fünften Beta gefixt. Und außerdem hat Apple Probleme mit Promotion auf dem Homescreen behoben. Da gab es in den vorigen Beta-Versionen einige Probleme, dass hier insgesamt auf dem Homescreen das Ganze nicht wirklich mit 120 Hertz abgespielt wurde, dass es langsam war und geruckelt hat. Und das wurde nun zum Glück ebenfalls in der fünften Beta behoben. Was Banking-Apps angeht, funktionieren bei mir weiterhin die Volksbank-App und die dazugehörige TAN-App, Scalable Capital und Finanzguru funktionieren ebenfalls problemlos und daher gehe ich auch stark davon aus, dass sich bei der Sparkasse, DKB und anderen Banking-Apps auch in der fünften Beta nicht groß etwas geändert hat und diese weiterhin ohne Probleme funktionieren sollten.
Insgesamt scheint die fünfte Beta auf jeden Fall ein ziemlich gutes Update zu sein. Es wurden einige Fehler behoben und mir sind auch noch keine größeren neuen aufgefallen. Zur Akkulaufzeit kann ich aber Stand jetzt noch nicht allzu viel sagen. Ich hoffe, dass sie sich etwas gebessert hat. Die ist ja bisher in der iOS 17 Beta-Phase noch nicht allzu gut im Rahmen, aber wirklich jetzt nicht so, wie sie in der finalen Version sein sollte. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie sich das in Beta 5 entwickeln wird. Und damit wären wir dann jetzt auch schon am Ende dieses Videos angekommen und ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da und wenn ihr noch weitere Änderungen und Neuerungen gefunden habt, dann schreibt sie gerne unten in die Kommentare und vergesst nicht, meinen Kanal für weitere ähnliche Videos kostenlos zu abonnieren. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut!